Ja, also ich bin Magdalena Grabherr und ich mache viel mit Loopstation und bin Sängerin, spiele Gitarre, Klavier und bin viel alleine auf der Bühne. Und teils habe ich aber auch Schlagzeug und Bass dabei und ich habe 6 Jahre in Wien gelernt und lebe jetzt aber wieder fast schon wieder 1,5 Jahre da und bin auch Gesangslehrerin an der Musikschule Lustenau am Jazzseminar. Und mach ganz viel Musik. Ich bin in der Musikschule Hardcore. Ich glaube, ich habe mich halt für irgendwas entschieden oder meine Eltern haben das entschieden und habe dann Ukulele angefangen mit 3 Jahren. Und dann irgendwann mit 14 habe ich ganz cool E-Gitarre angefangen, dann wieder Akustikgitarre, dann irgendwann Klavier. Dann hat sich das halt immer mehr ergeben, dass ich halt Lust habe zum Musik machen und ich habe schon immer von Kind auf viel gesungen. Und halt so das Übliche, halt so ganz das Typische einfach. Ja. Schon wo ich 7 war, habe ich Sachen geschrieben, wo meine Oma im Spital war. Habe ich ihr ein Lied geschrieben, dass sie wieder gesund wird und alles Mögliche. Also es hat sich so entwickelt. Und mit 14, 15, 16 habe ich dann auch eine Band gehört, The Valleys, vielleicht sagt das noch jemandem was. So eine Jugendband, da haben wir auch selber Lieder komponiert und haben dann Konrad-Sohn-Wettbewerbe gemacht und alles Mögliche. Und haben die größte Gaudi gehört, das waren so die ersten Erfolge. Und dann ist die Band aber kaputt gegangen, und, weil alle natürlich Zivi gegangen sind, Militär, die anderen sind studieren gegangen. Es hat sich einfach verdorrt. Und wir treffen uns aber üblich eigentlich immer noch. Ja. Und ja, und dann bin ich nach Wien und habe Jazz-Gesang studiert und habe dann alles Mögliche ausprobiert mit verschiedensten Musikern. Da habe ich dann einmal eine Zeit lang ganz viel mit Taktartenwechsel gemacht und war eher im Jazz-Bereich. Und dann aber irgendwann bin ich zur Loopstation gekommen. War ich im Studio 5 Tage. Wir haben das so gemacht, dass ich zuerst ins Studio gegangen und alles aufnehme, weil das ist ja ziemlich viel gewesen. Zum Teil mache ich 20 stimmig irgendwas und dann noch Klavierlupen und alles Mögliche. Wir haben das aber nicht immer geloopt, also nicht in Schleife. Also Lupen muss ich vielleicht auch kurz erklären, dass es jemand checkt, was es ist. Das ist, man nimmt auf, und dann klickt man wieder auf wie Stopp, aber es geht weiter und dann wird sich das, dann wiederholt sich das immer. Und so bin ich auch live, es ist alles live, was ich auf der Bühne mache. Und im Studio war das auch so. Wir haben das aber alles nicht geloopt, sondern ich habe das halt 10 Mal zum Beispiel aufgenommen. Ja. Und im Studio war das dann so toll von der Arbeit her. Ich bin nämlich ziemlich eingeschränkt da, wenn ich live spiele mit dem Loopstation, weil es ist doch ein Gerät und es loopt. Und im Studio habe ich die Freiheit gehabt, dass ich noch mehr komponiere. Also ich habe dann lauter Sachen noch dazu erfunden und so ist die CD wirklich noch bunter geworden, wie es ist, wenn ich live auf der Bühne stand. Die ist sehr, also als bunt bezeichne ich das. Und mit Stilen tue ich mir immer schwer, weil wenn ich sage Soul, dann hat jeder gleich ein Bild, aber das ist nicht so. Aber einfach viele verschiedene Stile zusammen, also Soul, Singer-Songwriting, ein bisschen Jazz, ein bisschen Pop und Weltmusik auch. Ich finde, es ist kreativ. Manchmal steht man vor Hürden und man hat Angst,
die Hürden zum Überstehen. Und die Musik hilft mir aber, die Hürden zum Überstehen. Und das ist jetzt die Geschichte von dem Musikvideo. Und es gibt auch beim Album Grey Dress, das heißt ja graues Kleid auf Deutsch übersetzt, da geht es auch darum, dass ich auf dem Kopf laufe und bestimmte Sachen durchmache. Und deswegen laufe ich auf dem Kopf. Und am Schluss, ich zeige das kurz, ich bin auf dem Kopf und nachher bin ich da im Schatten. Das heißt, ich habe mich ausgezogen und es kommt was Neues. Und ich stehe aber. Also voll viele haben ein Problem damit, weil ich zuerst auf dem Kopf stand und dann, dann stand ich. Und alle haben gemeint, das ist ein Fehler, aber es ist die Tatsache. Und innen, in der CD drinnen, ist ein Schattenbild, wo noch verkehrt ist. Also ich wollte nur den Prozess damit sorgen. Und jeder kann das natürlich selber interpretieren. Manche meinen halt, das ist ein Fehler, aber ist das nicht. Das ist wirklich extra so gemacht.